Ich glaube, wir haben unseren Mann gefunden. Ist das nicht ein Knaller? In Shanghai wartet das Abenteuer. Zwei Missionare und ein Leuchtkrawattenvertreter gehen nicht einfach zu wildfremden Menschen und fragen sie, ob irgendwo 1100 Pfund Opium rumliegen. Ah, da wird gleich jemand unten ein sein. Ein ungleiches Paar verstrickt in dunkle Machenschaften. Sean Penn und Madonna in Shanghai Surprise. Nächstes Mal könnt ihr euch bei den Haien wiederfinden. Kommenden Donnerstag um 20.15 Uhr bei uns auf Pro7. Das zieht bei mir nicht, ich sehe gar nicht hin. Für manchen Kaffeetrinker fängt der Tag bisher ziemlich bitter an. Neu. Kaffee Onco. Langsame Röstung für samtweichen Geschmack. Ein Geschmack, der dich wachküsst. Neu. Kaffee Onco. Langsame Röstung für samtweichen Geschmack, der dich wachküsst. Von Fabergé. Hero. Nichts ist erotischer als Erfolg. Hey, Bernie, ich bin's. Ja? Deine innere Stimme, guck doch mal. Und was willst du? Na, du weißt schon, da. Und nee, nicht da, tiefer. Eine Schokolade? Ja, Mann, greif zu. Wie denn? Da kommt ein Tunnel, los! Oh, bravo, gut gemacht. Noch ein Stück? Wer, ich? Tu nicht so blöd. Zugreifen. Sprengel. Wer nicht nascht, ist selber schuld. Hey, Schröder, haben Sie den Text Kino Hits zum Selberspielen endlich fertig? Ja, ja. Gut. Gehen Sie doch mal ran! Hey, Redaktion! Wo bleibt mein Text? Dann haben Sie auch eine Ahnung, was hier zu tun haben. Die Spiele und das Master System 2. Sega. Games People Play. Mensch, dann nehmen Sie doch den Artikel von dem Kammerkonzert von letzter Woche, ja? Hey, gut. Hallo. Hallo. Ich bin's, euer Fernseher. Ich habe auch ein Herz und Gefühle. Ihr wisst ja, bald ist Weihnachten. Zufällig empfange ich gerade eine interessante Werbebotschaft. Denkt mal darüber nach. Schenken Sie Premiere und Sie können mit Ihrer Familie jeden Monat 30 Kinofilme und jede Woche das Topspiel der Bundesliga sehen. Da. Wo? Genau da. Wie? Genau da kommt unser neues Sofa hin. Da der neue Tisch, da der neue Schrank und da der neue Teppich. Wenn Ihre Möbel noch im Schaufenster stehen, lässt sich mit dem persönlichen Kredit von der Deutschen Bank einiges einrichten. Das geht so schnell und einfach, dass es in Ihrer Wohnung demnächst so richtig gemütlich wird. Und wo kommt das neue Hundekörbchen hin? Neben das neue Katzenkörbchen. Reden wir darüber. Deutsche Bank. It's a lovely day. Boom, she boom. For me down, baby, it's so nice. So schmeckt das Leben eben besser. Herforder Pilz. Marvelous. Hotshots, die Mutter aller Filme. Hotshots, völlig daneben. Hotshots, die Mutter aller Filme. Schon jetzt ein Bombenerfolg. Im Kino. Senil ist gut, das fühlen wir. Jetzt auf Zero. Bestrein, das sehen wir. Reine Sauberkeit, die Pflege gibt. Für das, was mir am Herzen liegt. Sunil Mikro. Sunil. Wäsch so, wie ich es mag. Einen Tag. Sunil gefüllt den ganzen Tag. Das neue Sunil Mikro. Mikro rein und gepflegt. Der Videorekorder des Jahres 1986 war ein Panasonic.
Der Videorekorder des Jahres 1988 war auch ein Panasonic. Der Videorekorder des Jahres 1990 war wieder ein Panasonic. Tja, für uns wird es allmählich fast langweilig. Aber vielleicht wird's für Sie ja allmählich interessant. Ich knicke mein Palmi und drücke mein Palmi. Das brät mein Fleisch ganz kross und fein und schließt den Sack schnell ein. So muss ich nicht viel tun, denn Braten, Steak und Huhn wird saftig zart mit einem Knick. Palmi, das ist mein Trick. Palmi, der ganze Trick beim Braten. Das neue Sonil Mikro. Klein, handlich, ergiebig. Mit mikroaktivem Sauerstoff. Mikro rein und gepflegt. C'est grand. C'est grandin. Méthode champenoise traditionnelle. Komm, lass dich überraschen. Hier wirst du Augen machen. Kuschelweiche Damenpyjamas. Hier wirst du Augen machen. Zauberhafte Marionetten. Flauschige Frottee-Handtücher mit passendem Badetuch. Ein elegantes Schreibset. Ein originalgetreues BMW-Modell. Und zum Fest etwas ganz Besonderes. Feine Milde. Fröhliche Weihnachten. Wünscht Tschibo. Timotee entspannt die Kopfhaut und belebt das Haar, denn es hat eine neue, intensive Rezeptur. Das neue Timotee. Gut zur Kopfhaut, pflegt das Haar natürlich schön. Verblassen Ihre Farben beim Waschen? Ihre nicht, denn das neue Coral Intensiv schützt Farben und Fasern. Man sieht's und fühlt's. Korall entfernt Schmutz, ohne zu bleichen, und lässt die Farben aufblühen. Das neue Korall Intensiv. Sanfte Pflege und intensive Sauberkeit. Guten Abend, liebe Zuschauer, zum ProSieben-Wetter. Wie Sie auf dem Satellitenfilm sehen, ist Mitteleuropa fast wolkenfrei. Nur im Norden zogen dichtere Wolken durch, so auch bei uns in Deutschland. Wie von einem scharfen Messer abgeschnitten, hielt sich etwa nördlich der Linie Hamburg-Berlin eine graue Wolkendecke. Sonst schien bei uns meist die Sonne. Dies allerdings bei frostigen minus 5 bis 0 Grad. Noch kälter war es in den nebligen Flusstälern. Beste Fernsicht von über 200 Kilometern boten hingegen die Alpen. Der Grund für diese Extreme ist schnell auf der Wetterkarte gefunden. Knut, das riesige Hoch über dem Alpenraum, hat seine Lage kaum verändert. So ändert sich auch morgen nichts. Unser Dauerhoch steht wie ein Fels in der Brandung und hält die Frostluft am Boden. In der Nacht ziehen Richtung Ostsee Wolken durch. Rechtdichter Nebel und Glatteis bildet sich vor allem in den feuchten Niederungen. Meist können sie jedoch in der kalten Nacht die Sterne zählen. Am Tage hält sich hier in den Niederungen der Nebel recht hartnäckig.
Überall sonst scheint die kalte Wintersonne. Die Nacht bleibt nur im Norden frostfrei. Richtig zur Sache geht es erneut in Bayern mit minus 14 Grad. Sonst liegen die Tiefstwerte bei minus 3 bis minus 9 Grad. Auch tagsüber sitzen die Bayern im Dauerfrost zwischen minus 5 und minus 2 Grad. Je weiter wir nach Norden kommen, desto milder wird die Luft. Als Geheimtipp werden die Berge gehandelt. Hier erwartet Sie eine erstklassige Fernsicht bei Plusgraden. In Hamburg und Leipzig können Sie zum Mittag einen schönen sonnigen Adventsspaziergang planen. Mit Werten um 5 Grad plus ist es recht mild. Das frostige Gegenteil bietet Freiburg im wohl trüben Rheintal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Weiter geht es jetzt mit Jan Fromm und den ProSieben Tagesbildern.